Ein trauriger Jahrestag liegt vor uns, der 11. März, an dem ein gewaltiges Erdbeben und ein Tsunami Japan 20.000 Menschenleben genommen haben. Überlagert wird diese Tragödie von einer anderen Katastrophe, dem Atomunfall von Fukushima. Danach hat das stolze Land gleich mehrere Überzeugungen verloren, den Mythos, in der Prävention von Katastrophen führend zu sein, und sein Vertrauen auf die Atompolitik. Von 54 japanischen Kernkraftwerken laufen jetzt gerade mal noch 3. Auch Deutschland wurde zum Umdenken gezwungen und hat die historische Energiewende eingeleitet. Begonnen hat alles mit einer angsteinflößenden Atomruine. Ein Besuch in Japan, ein Jahr nach Fukushima. Schule aus in Koriyama. Eiko Hashimoto holt ihre Tochter Sayako ab. Ein schnelles Winken an die Klassenkameradin, dann springen die beiden ins Auto. Der sonst so frischen Luft hier in der Region Fukushima, sie trauen ihr nicht mehr. Jeden Morgen bringe ich meine Tochter mit dem Auto in die Schule und hole sie später wieder ab. Sie soll so kurz wie möglich draußen sein. Ich möchte ein langes Leben haben und deswegen müssen wir gut aufpassen. Koriyama, 300.000 Einwohner, nur eine Zugstunde nördlich von Tokio. Die radioaktive Wolke aus Fukushima ist genau über den Ort gezogen. Die Strahlenwerte liegen stellenweise bei 5 oder 10 Mikrosievert pro Stunde. In Tschernobyl hat man die Menschen damals evakuiert angesichts so hoher Werte. Die japanischen Behörden aber weigern sich. Das Stadtzentrum von Koriyama wäre unter Tschernobyl-Standards zwangsevakuiert worden, sagt der Anwalt einer Elterninitiative. Aber eine Evakuierung kostet den Staat zu viel. Die Behörden haben abgewogen. Geld gegen das Leben der Bürger. Und sie haben sich für das Geld entschieden. Verharmlosen, verschweigen. So reagiert die Regierung seit Beginn der nuklearen Katastrophe. Gesundheitsberatung für Familien aus Fukushima. Die Ärzte, alles Freiwillige. Immer öfter berichten ihnen die Kinder von Kreislaufproblemen, von Müdigkeit, Schwindel. Sind das schon die Folgen der Strahlung? Wir befürchten, dass viele Leute gleich nach dem 11. März große Dosen abbekommen haben. Und wir müssen das jetzt langfristig beobachten, vielleicht über die nächsten 20 Jahre. Nur einmal bisher sind die Kinder von Fukushima offiziell untersucht worden. Bei jedem dritten wurde Cäsium im Körper gefunden, bei einigen Kindern sogar kleine Knoten in der Schilddrüse. Erste Anzeichen für drohenden Krebs? Die Behörden beruhigen. Der Gesundheitsbeauftragte der Regierung ermahnt per Rundschreiben die Fachärzte der Region, keine weitere Untersuchung der Kinder notwendig. Es sei alles in Ordnung. Alles in Ordnung? Das stimmt nicht, sagt Shinichi Kurobe, der schon Kinder in Tschernobyl behandelt hat. Kinder und junge Mütter müssten sofort raus aus Fukushima. In ein paar Jahren werden wir die ersten Krebsfälle erleben. Solange sie in Koriyama leben müssen, helfen sich die besorgten Eltern selbst. Jeden Tag misst Eiko Hashimoto jetzt die Strahlung rund um ihr Haus. Wir machen nicht mehr die Fenster auf. Auch den Entlüfter in der Küche benutze ich nicht mehr. Und die Wäsche hänge ich schon lange nicht mehr draußen auf. Koriyama, eine unsichere Heimat. Auch andere Städte müssten geräumt werden, meinen die besorgten Mütter. Geschätzt 1 Million Menschen sind betroffen. Eine Zahl, die vor allem Japans Atomindustrie fürchten muss. Sie spricht bis heute von der sicheren Atomkraft, denn sie werkelt längst am Comeback.